Es ist ein ganz besonderer Urlaub für Joey Kelly. Kostenlos, kein Hotel, kein Restaurant, dafür eine Traumgegend, das Andamanische Meer in Thailand. Joey will dort 10 Tage verbringen. Er muss Hunger aushalten. Ich muss was essen. Die will ich. Und da wieder die Ameisen, diese Schweine. Er hat merkwürdige Nachbarn. Ah, das ist eine absolute Katastrophe. Und er lebt Einsamkeit. Joey Kelly auf dem Weg zu einem großen Abenteuer. Es geht auf die Insel. Noch ist der Urlauber fröhlich. Die Insel wird vom Schiff aus gekapert. Der Traumstand mit Machete erobert. Andere zahlen für solche Gestade. Joey kriegt sie umsonst. Das ist nicht schlecht hier, ne? Das sieht ja unfassbar idyllisch aus. Am besten genießt man Idylle zu zweit, finden jedenfalls die thailändischen Bootsführer. Robinson Kelly bekommt einen Gefährten für 10 Tage. Take care, okay? Joey hat bei diesem speziellen Urlaub keine Nahrung dabei. Er wird essen, was die Insel bietet. Das ist dem Hund nicht zuzumuten. Für den Kleinen gibt es Hundefutter. Ich glaube, der hat mir den Kleinen, ich habe nicht gefragt, wie der heißt, den Hund geliehen mit Essen, dass man halt nicht alleine ist. Sofort ist da eine neue Liebe entfacht. Nur der Name, wie könnte dieser dicke Hund nur heißen? Vielleicht kleiner Kalli. Der ist gut, der isst ohne Ende, der kann aber abnehmen. Dann noch ein wichtiger Koffer, denn das Kamerateam wird Joey nur am ersten Tag filmen. Ich habe einen kompletten Kamerasatz, dass ich mich selbst filmen kann. Ich habe ein Satellitentelefon, falls ich doch mich verletze oder gebissen wird von einer giftigen Schlange. Des Weiteren gibt es eine Wasserflasche, einen Wasserfilterstift, Angelsachen, Kopflicht, Sonnenbrille sowie ein Messer und Sonnencreme für die irische Haut. Nicht zu vergessen die Machete. Also das Schwierigste ist natürlich Essen zu finden und sauberes Wasser. Wichtig auch, Joey muss eine nette Stelle für eine Hütte finden. Für einen ehemaligen Schlossbesitzer kein Problem. Hier soll der neue Kelly-Palast hin. Hier hat man einigermaßen Schutz. Hier kann ich dann halt so ein Dach, weil man muss davon ausgehen, dass es auch regnet. Mit geübten Schlägen wird der Platz wohnlich geschnitzt. Die alten Bewohner sind in Aufruhr. Der dicke Kalli ruht sich derweil aus. Als Dachziegel will Joey Palmwedel flechten. Palmen gibt es reichlich im Wald, Tiere auch. Wir müssen aufpassen, hier sind unwahrscheinlich viele Schlangen überall wahrscheinlich. Die verstecken sich, wenn man auf eins drauf tritt, wird man direkt gebissen. Palmen haben neben Wedeln auch Nüsse. Leider hängt diese Nahrung hoch oben. Die Kokos sind aber sehr, sehr hoch. Da kommt man nicht so einfach hoch. Das ist auch gefährlich, wenn ich von da oben falle. Aber du bist doch Extremsportler. Ja, ja. Aber wenn man runterfällt, dann ist es extrem hoch. Dann ist man auch extrem tot oder verletzt. Dennoch eine höchst verlockende sportliche Herausforderung. Vielleicht geht da ja doch ganz einfach was. Das geht schon. Doch auch ein weiterer Versuch, billig an Essen zu kommen, scheitert. Sicher hat man Joey schon athletischer gesehen. Für die Schmach büßt eine kleine Palme. Mit gezielten Schlägen wird die Jungpflanze enthauptet. Die Palmwedel geben das Dach der Hütte. Strandgut hilft bei der Inneneinrichtung. Das sind 2 Matratzen oder Teile von Matratzen. Die kann ich gut gebrauchen zum Schlafen. Dann die erste harte Dschungelprüfung für unseren Helden. Er soll Naturziegel flechten. Nur, wie war das nochmal? Irgendwie 2 links, 2 rechts oder einer links, 3 rechts? Ich habe das mir angeschaut im Internet, wie die das machen. Sich mal. Hab's sogar probiert, aber irgendwie. Ja, irgendwie 2 links, 3 rechts oder gar 3 links. Dieser Dachdecker ist ahnungslos.
Aber irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, ich mach's wieder neu. Gute Vorbereitung wäre alles gewesen. Nachdem Joey beinahe seine Finger mit verknotet hat, gibt er auf. Die weiteren Dacharbeiten finden dann in semi-professioneller Weise statt. Das ist wasserdicht, definitiv. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Nachdem sich das Team von Joeys Dschungelqualitäten überzeugt hat, haut es lieber ab. Einsame Tage warten nun auf den Neuinsulaner. Jetzt sind die weg, jetzt bin ich alleine. Ja, jetzt bin ich gespannt. Punkt 6:30 fängt in Thailand zurzeit die Dämmerung an. Fast schlagartig wird es dann dunkel. Ängstlich sollte man nicht sein. Es ist schon ein komisches Gefühl, hier in der Dschungel, auf so einer Insel, am Strand zu schlafen. Aber ich habe hier Wachschutz dabei. Der Kalli wird ja aufpassen, dass mir nichts passiert, hoffentlich. Die erste Nacht im Luxusresort verläuft leider wesentlich rastloser als erhofft. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand mich die ganze Zeit beobachtet. Hier hinter mir im Busch. Aber ich weiß nicht, vielleicht läuft das nur im Kopf, aber ich höre ganz komische Geräusche. Ich habe auf jeden Fall die Machete und das Messer und den Knüppel halt unterm Bett versteckt, dass er mir das nicht klaut und mich dann halt damit noch umbringt. Aber gut, ich bin gespannt. Der erste Morgen, kein Frühstück für Joey, aber immerhin, die Sonne scheint und Kalli ist wie sein Namensvetter von fröhlichem Gemüt. Zu fressen gefunden haben dafür ganz andere Mitbewohner. Es gibt sie in schwarz und rot, groß und klein, aber freundlich sind sie auf keinen Fall. Es gibt keinen Millimeter hier auf diesen Insel, wo es nicht diese Ameisen gibt. Das ist eine absolute Katastrophe. Und die stechen auch. Das ist unvorstellbar. Die geben auch keine Ruhe. Es ist so, dass die halt entsprechend während des Schlafes immer kriechen. Jede halbe Stunde mindestens kommt einer vorbei und beißt mich kaputt. Eine Flasche Wasser hatte Joey bekommen, die ist nun fast leer. Und eines ist klar, der Mensch verdurstet eher, als er verhungert. Ich hab nur noch, ja, wenn überhaupt, ein Drittel von einem Liter. Und ich muss jetzt sofort Wasser finden. Damit Kalli nicht wegläuft, kommt er in sein neues Zuhause, eine angeschwemmte Krabbenreuse. Joey begibt sich dagegen auf Wassersuche. Diese thailändische Insel hat 10 Quadratkilometer. Nach hunderten Machetenschlägen und vielen Stunden des Herumirrens findet Joey sogar ganz in der Nähe seiner Hütte einen Brunnen, der manchmal von Fischern genutzt wird, die auf der Insel Rast machen. Wasser. Zwar vielleicht nicht gut ist, aber Wasser. Wichtig ist, dass ich das Wasser halt nicht ohne Filter trinke. Mit meinem Filter werde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Weil das steht in diesem Brunnen schon seit 100 Jahren gefüllt. Es riecht auch ein bisschen komisch. Man kann es trinken, es ist relativ warm. Hat auch kleine Tiere. Zumindest zum Abkühlen ist es einwandfrei. Verdursten wird Joey auf dieser Insel also nicht. Dann findet er zum Abschluss des zweiten erfolgreichen Tages noch ein durchaus nützliches Stück Treibgut. So habe ich in Kisten jetzt gefunden aus dem Sofa von irgendeinem Auto, der irgendeiner weggeschmissen hat. Auf dem Kelly-Schloss gibt es derweil ein Sorgenkind. Der kleine Kalli macht mir Sorgen. Der trägt nicht genug und isst fast nichts. Kalli, komm, isst was. Isst doch was. Gut. Vielleicht hält er einfach nur zu mir, weil ich auch nichts esse. So ist diese Insel zwar unfassbar romantisch, aber auch seit zwei Tagen unangenehm kalorienarm. Und zwar so kalorienarm, dass Joey vom Kohldampf nachts aufwacht. Mein allergrößtes Problem momentan ist Hunger. Ich habe seit zwei Tagen nichts gegessen.
Hunger haben auch diese Terroristen. Hunger auf Hund. Diese scheiß Krabben, das sind die größten Schweine. Ich sag dir eins, wenn ich morgen kriege, dann landet er im Topf. Dabei wäre Joeys Hunger leicht zu besiegen. Man könnte ja Kokosnüsse essen. Leider hängen sie 10 Meter hoch im Baum. Aber es gäbe ja theoretisch auch noch die runtergefallenen. Unverschämt hoch hängen sie, 10 Meter. Aber Joey hat eine Idee. Ich werde das Bambus halt nehmen. Weil mit dem Bambus baue ich eine Leiter. Mit der Leiter will ich an den Palmen hoch, dass ich oben die Kokosnüsse halt packen kann. Fasziniert ist Joey vom Baustoff. Supermaterial, brutal stabil. Das Supermaterial wird dann zusammengebunden, fertig. Ich glaube, das funktioniert. Das müsste funktionieren. Es muss funktionieren. Ich muss was essen. Nun bringt Joey sein Bauwerk in Stellung. Das ist meine Leiter. Jetzt heißt es nur noch, Vertrauen in die eigene Baukunst zu fassen und mutig nach oben zu steigen. Die Leiter wird schon halten. Sie muss halten. Sie muss einfach. Greifen nach. Der Baum wird abgeerntet und Joey kommt zu seinen ersten Kalorien. Das Mark ist zwar ungenießbar, dafür entschädigt der Kokosnusssaft für alle Mühe. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut.